Ja, wir brauchen für die Rassel Folgendes: einen Akkubohrer, einen Hammer, ein Stichling, eine Kombizange, ein bisschen Schmirgelpapier, 6 bis 8 Bierstöpsel oder auch mehr. Aber Holzperlen, zum Beispiel also so ein Kettenbastelset. Dann brauchen wir Holzstöckerl, ungefähr 2 cm dick und ungefähr 20 cm lang. Dann brauchen wir ein bisschen ein Blumendraht. Und als letztes ein kleines Holzbredel als Unterlage. Dann kommen wir auch schon zum Schritt 1. Wir legen mal die Steckerl auf das kleine Holzbredel und bohren wir rechts und links ungefähr 1 bis 2 cm eingrub ein Loch. Wenn man noch nicht ganz durchgekommen ist, bohrt man einfach nochmal durch, bis man komplett durch ist. Auf der anderen Seite natürlich auch, genauso wie auf der anderen Seite, damit die Löcher auf der gleichen Seite sind. Dann nehmen wir unser kleines Schmirgelpapier und machen wir einfach die Löcher ein bisschen sauber. Hinten und vorn, dass man schön durchsehen kann. Dass der Staub ein bisschen weggeht, könnt ihr auch noch ein bisschen hieblosen, damit das alles weggeht. So, wir sind mal bei Schritt 2 angelangt und beim Schritt 2 geht es darum, dass wir Löcher in die Bierstupseln reinkriegen. Dazu nehmen wir unseren Hammer, einen Stichling und unsere Bierstöpsel. Und als erstes nehmen wir einfach einmal unseren Stichling und versuchen wir mit dem Hammer in der Mitte vom Stöpsel ein Loch durchzukriegen. Als Unterlage können wir wieder unser Bredel hernehmen, wie auch beim Bohren schon. Wir haben aber im nächsten Schritt angelangt und im nächsten Schritt müssen wir mir einen Draht abschneiden. Dazu nehmen wir den Draht in die Hand und wickeln mal ein bisschen was ab. Ich messe das ab und macht den Draht ein bisschen länger wie die Steckerl. Schneidet es dann mit der Kombizange ab.
Und schon ist der Draht fertig. Wir nehmen uns die ganzen Materialien her, die wir noch brauchen. Braucht man einen Draht, einen Stecker, die Bierstöpsel mit den Löchern drin und unsere Holzperlen. Wir nehmen den Stecker, fadeln wir den Draht durch, wickeln wir den eine halbe Umdrehung rundum und machen wir den auf der anderen Seite fest. Dann könnt ihr euch irgendeine Perlen aussuchen. Und dann nehmen wir den ersten Bierstupsel, fadeln wir den auf und den anderen fadeln wir genau andersrum auf. Dazwischen machen wir jeweils eine Holzperlen. Und dann kommen wieder zwei Bierstupsel drauf. Und immer dazwischen eine Holzperlen. Bei den letzten zwei Bierstöpseln haben wir jetzt angelangt. Die fadelt es auf. Und dann fadelt es den Draht wieder durch das Loch durch bei dem Stecker. Es misst euch den Draht so ab, wie lang es denn haben wollt, dass die Bierstöpsel gut Platz haben. Dann zwickt es den Draht ein bisschen ab, wenn er zu lang geworden ist. Dann wickelt es dann wieder eine halbe die Umdrehung rundum und macht es auf der anderen Seite wieder fest. Ja, wir haben es.